Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Online-Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und heute zu Gast bei mir Christian Killer. Christian, kannst du dich ganz kurz selber vorstellen? Ja, ich bin Christian Killer, ich bin von der Universität Zürich, bin seit 2019 am Doktorieren hier am Communication Systems Group Lehrstuhl und ich durfte mich schon in der Bachelor- und Masterarbeit mit Blockchains und E-Voting befassen. Habe auch so Dr. Thomas Boczek kennengelernt und ja, es ist ein sehr spannendes Forschungsgebiet und es macht Spaß, täglich daran weiterzuarbeiten. Und durch diesen Kryptoboom hat sich bei deiner Arbeit etwas verändert? Hat sich der Fokus jetzt geschärft oder ist alles jetzt in einer Blase drin? Kryptoboom, also eben durch das, dass wir schon 2013 angefangen haben, ist das jetzt schon die zweite, dritte größere Bubble oder Boom, wie man es nennen will. Und es hat sich eigentlich jedes Mal die Wahrnehmung der Öffentlichkeit verändert, würde ich sagen. Es hat sich immer, immer mehr verbreitet. Es ist immer mehr Adoption, also mehr, es hat sich immer mehr durchgesetzt bei der breiten Bevölkerung, würde ich sagen. Und das hat vor allem damit zu tun, glaube ich, dass die Centralized Exchanges einfacher zu benutzen sind und werden und einfach mehr der vereinfachte Geldfluss ermöglicht wurde in diese Projekte. Mhm. Ja, was hat sich sonst verändert? Ich weiß nicht. Ja, man sieht es auch immer wieder in 20 Minuten in anderen Tageszeitungen. Das Thema ist präsent. Es gibt positive wie auch negative Themen. Also diese Get-Quick-Rich-Sachen, die gibt es auch. Also eher in der negativen Seite. Aber es gibt auch positive Aspekte, eben, dass man jetzt unabhängig ist, dass man quasi das Geld jetzt unabhängig von einer zentralen Entität anlegen kann. Ja, ich glaube, diese Scams, die waren auf einem Höhepunkt 2017 während der ICO-Bubble. Da hat man sehr, sehr viele White Papers gesehen, die effektiv nur Money Grabs waren. Jetzt ist ist das prozentual kleiner geworden. Also ich denke mal, früher war das so 80%. Die sind ja auch alle verschwunden, diese Projekte. Die 20%, die übrig geblieben sind, die haben das Geld schlau investiert, auch gehalten in Ether. Und da sieht man auch jetzt Langzeit gute Projekte, die entstehen in Open Source Community. Was man jetzt aber sieht, sind vor allem solche Meme-Coins, die stark gepusht werden, auch durch koordinierte Twitter-Aktionen. Eben Elon Musk macht auch keinen Halt davor. Das finde ich schon ein bisschen bedenklich und ich glaube, das hat auch die Regulatoren sehr, sehr geschärft auf dieses Thema, was schlussendlich auch nicht unbedingt positiv sein muss, kurz- oder langfristig, mittelfristig. Ja, mhm. Ja, apropos Meme-Coins, Dogecoin ist irgendwo in den Top 10. Da können wir kurz auf CoinMarketCap gehen und schauen, wo sich das befindet. Ich glaube, relativ weit oben, CoinMarketCap. Ja, es sind viele fragwürdige Dinge. 10, also Platz Nummer 10, also mit der Marktkapitalisierung von fast 30 Milliarden US-Dollar, ein Meme-Coin, das plötzlich so viel Wert hat und eigentlich nicht viel dahinter ist, ja, würde ich schon fast sagen. Ja, ich weiß nicht, also die Anfänge von Dogecoin kenne ich, eben es war einfach ein Fork, Ctrl-F mehr oder weniger von Bitcoin und dann ersetzt mit Doge. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch aktiv irgendwie entwickelt wird oder nicht. Das war vor ein paar Jahren vacant. Ja. Und das ist halt schon ein bisschen fragwürdig, ob das dann Sinn macht. Also entwickelt habe ich mir letztens angeschaut, und zwar auf GitHub. GitHub Dogecoin. Es gab Aktivitäten, aber mehr Aktivitäten rund um Translation und kleinere Sachen. Bleiben die upstream dann mit Bitcoin oder ist das einfach immer noch das gleiche wie vor Jahren? Oder wie? Release Notes, Getting Started, Backports. Eben sind kleinere Sachen, also ob sie jetzt in Sync sind mit der Bitcoin Library, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich die kritischen Sachen, die fixen sie schon. Mhm. Aber wie es mit den anderen Sachen aussieht, also diese Lightning oder Taproot, was jetzt neu gekommen ist, das bezweifle ich stark. Also da bin ich zu 99% sicher, dass sie Taproot nicht aktiviert haben. Das würde mich doch sehr erstaunen. Interessant. Also ich glaube, was einen großen Einfluss hat auf die Stärke dieser Coins,
könnte auch die Mining-Lobby sein, weil mit ASIC-Minern, die man rumstehen hat, die will man nicht einfach rumstehen lassen und dann meint man halt einen Coin und das könnte jetzt statt Bitcoin vielleicht Dogecoin sein und dann spekuliert man drauf und ja, es kann natürlich auch in diese Richtung gehen, würde ich mal sagen. Das könnte sein, ja, das könnte sein. Apropos Kryptogeld und NFT, also NFT gibt es ja auch einen gigantischen Boom. Ich berichte immer wieder in den Vorlesungen über Kryptoprojekte. Jetzt auch kommt ein NFT, eine Auktion von dem Silk Road. Silk Road, genau, danke. Silk Road, Ross Ulbricht, genau. Und also ich habe so das Gefühl, jetzt kommen alle mit einem NFT und wollen noch ihren NFT verkaufen. Wie stehst du zu den NFTs? Das ist vergleichbar mit dem ICO-Hype. Meiner Meinung nach ist es sehr, sehr schwierig, physische Kunst zu tokenisieren. Also wir haben da auch mit größeren Kunsthändlern gesprochen und sind sehen dieser Entwicklung ein bisschen mit einem Lächeln entgegen, obwohl auch Sotheby's und große Auktionshäuser da groß eingestiegen sind. Aber Leute, die sich schon seit Jahrzehnten mit Kunst befassen, mit klassischer Kunst, also so Picasso und so Gemälde, die da in die Millionen gehen, die sagen, es macht eigentlich keinen Sinn, das irgendwie zu tokenisieren, solche Gemälde. Weil am Schluss hat man irgendwie 100 Leute, die einen Anteil haben an einem Bild und der Preis ist irgendwie hoch. Und wie will man das dann weiterverkaufen? Da muss man die ja wieder rauskaufen und das Bild, und es ist nicht wirklich an das Bild gekoppelt. Also es gibt da ein bisschen große Challenges bei diesem klassischen Kunsthandel, bei sehr teurer Kunst. Aber ich sehe ein Riesenpotenzial bei digitaler Kunst. Also Kunst, die wirklich so konzeptioniert wurde als digitale Kunst, from the ground up. Also Künstler, die bisher einfach nicht wirklich wussten, wie sie Geld verdienen können. Und das Zweite, was ich sehr, sehr einen spannenden Use Case finde, sind Games, also Play-to-Earn-Modelle. Zum Beispiel X-Infinity, extrem erfolgreich momentan. Oder das Metaverse natürlich dann, eben mit diesem Land kaufen, Decentraland, wo man irgendwie ein Grundstück dann bebauen kann mit einem SDK. Was dann aber wieder ein bisschen zentralisierter wird, weil man halt solche Engines braucht, die irgendwo gehostet werden müssen etc. Also es gibt dann wieder so das typische Scalability, Security, Decentralization Trilemma, das wird dann wieder ein bisschen spannender, sage ich mal so. Mhm. Das ist der X-Infinity, Getting Started, da kann man wahrscheinlich NFTs verdienen, sich erspielen, tauschen, kaufen. Es gab eine Headline, dass mittlerweile Leute in Ländern, die nicht so ein hohes Bruttoinlandsprodukt haben, mittlerweile mehr Geld verdienen mit diesem Spiel, als wenn sie irgendeinem schlecht bezahlten Job nachgehen würden. Mhm. Das ist auch eine sehr spannende Entwicklung. Ja. Okay. Interessanterweise eine Studentengruppe, also wir machen auch den Challenge Task, das kennt ihr an der Uni Zürich auch. Und eine Gruppe, also wir haben das Topic NFTs und eine Gruppe macht ebenfalls NFTs mit geografischen Locations und dann haben die gewisse Eigenschaften, die NFTs, wo man dann zum Beispiel das Land ist Wasser, da kann man Eigenschaften haben, ist bebaut und so quasi so die ersten Elemente eines NFT-Spiels. Da sind Studenten auch dran, das zu entwickeln. Sehr cool. Bezüglich NFTs, hast du auch NFTs? Ja, ich muss zugeben, ich bin etwas spät im Spiel. Ich habe erst jetzt die Crypto-Stamps der Post gekauft. Dort konnte ich sie zwar nicht online kaufen, aber offline, glücklicherweise. Da habe ich ziemlich viele gekauft. Ich habe herausgefunden, in der Schweiz ziemlich spät. Die Österreicher haben bereits 4 Drops gemacht von diesen Crypto-Stamps. Das ist eigentlich der erste NFT, den ich besitze. Ich habe immer wieder geschaut, was gibt es für Projekt, in welche Richtung geht die Art Direction, sage ich mal. Ich wollte auch selbst minten Anfang Jahr, aber es war irgendwie $50 und pro NFT auf Rarible dazu mal, man konnte noch nicht auf Polygon deployen und das war mir einfach zu teuer, ganz ehrlich, um das auszuprobieren. Aber ich finde es sehr spannend und ich beobachte es. Ja.
Gibt es jetzt auch einen Handelsplatz für diese Briefmarken? Also ist auf dem Polygon-Netzwerk, gibt es auch so einen Marktplatz? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es schon auf OpenSea oder so gelistet ist, aber theoretisch müsste das gehen, wenn es auf Polygon ist. Es müsste einfach gelistet werden über den Smart Contract. Ich habe nicht geschaut, nein. Kannst du ganz kurz erklären, was Polygon ist? Polygon ist so eine Layer 2, sagt man dem, oder Level 2, bin ich ganz sicher. Solution für Ethereum, also eine Scalability Solution. Man löst eben vom Scalability Trilemma eigentlich die Scalability, aber man hat weniger Dezentralisierung. Das heißt, bei Ethereum sind das ja tausende von Minern momentan noch, später Validators, die diese Blockchain bilden. Bei Polygon hingegen sind das, glaube ich, momentan 5 oder 8 Parteien, die einfach so eine Art Multisig machen. Ich weiß nicht, ob es Proof of Authority ist, aber es ist so ein Konsensus, der sehr, sehr zentralisiert ist, weshalb die Fees halt nicht hoch sind. Ja. Genau, das ist momentan auch gerade ein Problem mit den Fees. Also gestern waren sie irgendwie extrem hoch wieder, heute gehen sie wieder, so um die 100 Quay. Heute habe ich gerade ein paar Tokens verschoben und das war für 40 US-Dollar eigentlich doch relativ günstig. Das ist unglaublich, ja. Ja. Deswegen weichen auch viele Leute auf die Binance Smart Chain aus, was ja eigentlich eine Kopie ist von Ethereum, aber einfach viel zentraler von Binance betrieben. Also man kriegt halt nicht beides momentan, Dezentralisierung und Scalability. Mhm. Wobei es gibt andere Blockchains, wie zum Beispiel Solana, die das versuchen zu lösen, einfach nicht auf Ethereum. Oder? Genau. Aber das kommt mit Ethereum 2.0, wird gesagt, sollte dann irgendwann mal nächstes Jahr kommen, wahrscheinlich dann in 2 Jahren. Sie haben, ja, das sagen sie schon so ungefähr seit 2 Jahren, dass das kommt. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, ob das wirklich jetzt Anfang nächstes Jahr kommen kann. Schwierig, also ich würde sagen Ende 22, Anfang 23. Also soll ich GPUs kaufen, um zu meinen? Genau, alte GPUs kaufen und meinen. Ja. Die sind übrigens immer noch sehr teuer. Ich habe geschaut letzte Woche, die 1070er, das ist eine Nvidia-Karte, die geht immer noch um 400-500 Franken weg, obwohl sie jetzt irgendwie 8 Jahre alt ist oder so. Mhm. Also es ist unglaublich. Ja. Ja, wird halt zum Minen gebraucht und nicht zum Gamen. Da verdient man kein Geld. Ja, vielleicht jetzt mit diesen NFT-Crypto-Games kann man auch Geld verdienen. Wer weiß. Jetzt, du hast dich auch noch mit Voting, mit E-Voting beschäftigt. Mhm. Wann kommt E-Voting auf der Blockchain und kann ich da meine Stimme staken und dann Rewards bekommen und... Wie geht das? Was du beschrieben hast, ist sehr problematisch aus einer ethisch-moralischen Sichtweise. Das wäre dann Vote-Buying und das will man ja unbedingt vermeiden mit E-Voting und auch allgemein in einer Demokratie. E-Voting auf der Blockchain, ich glaube, das geht noch lange, vor allem in einer, sage ich mal, etablierten Demokratie, vor allem weil dort schon eigentlich alle Prozesse an Platz und Stelle sind. Mhm. Es müsste fast ein Land sein, das auf einer grünen Wiese beginnen kann und dann quasi wie Estland, die haben das ja in den, ich will keine falschen Zahlen nennen, aber vor ein paar Jahrzehnten haben die das wie von Grund auf aufgebaut und direkt alles digitalisiert. Wenn man so beginnen kann, eben sie haben auch E-Voting dort, sie haben eine digitale Identität, alles ist digitalisiert, dann, ich denke mal in Estland zum Beispiel, wäre das kein Problem, einfach eine Blockchain anzuhängen. In der Schweiz geht das nur schon aus einer rechtlichen Sicht nicht, weil man laut dem Gesetz die Stimmen löschen bzw. zerstören muss nach der Abstimmung. Mhm. Das hat momentan einen rein logistischen Grund, weil einfach zu viele Stimmzettel rumliegen und die müssen irgendwann zerstört werden, wenn das Resultat erwartet ist. Und das geht dann nicht mit einer Blockchain, außer man macht sie nicht public. Aber dann ist es wieder fragwürdig, ob das dann einen Mehrwert bringt. Wobei man, also wenn es ja nicht offen ist, also respektive, wenn es irgendwie verschlüsselt ist und man den Schlüssel wegwirft, würde das dann auch gehen? Oder? Nein, es muss gelöscht werden, weil man kann natürlich dann wieder argumentieren, dass irgendwann entschlüsselt werden kann von einem Quantum Computer oder ähnlicher Technologie. Mhm, okay, also wird das noch länger dauern in dem Fall? Mit einer Blockchain ja. Man sieht jetzt aber, dass die Schweizer Post viel gelernt hat aus ihren Versuchen 2019, als sie den Source Code veröffentlicht haben und das Projekt sieht jetzt viel besser aus. Sie haben auch
alles Open Source mit einem Working Prototype etc. Und das könnte in den nächsten paar Jahren dann zu fliegen kommen in ein paar Kantonen. Mhm. Speziell für die Auslandschweizer, die das unbedingt wollen. Mhm. Ja, es wird sicher auch spannend, auf einer politischen Ebene zu sehen, ob die Gegner von E-Voting dann genügend Leute mobilisieren können gegen das Ganze. Ja. Mhm. Ohne Blockchain wird es das geben in den nächsten paar Jahren, hoffentlich. Ja. Mit einer Blockchain, das wird noch dauern. Um halt die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, also gevotet wird ja jetzt schon, also es gibt DAOs, Decentralized Autonomous Organization, dort stimmt man auch schon ab, aber man hat eben diese gesetzlichen Vorgaben nicht. Ja gut, eben ich habe mich jetzt, tut mir leid, weil in meiner Forschung ich mich auf die Schweiz fokussiere oder auf, ich sag mal, auf demokratische Abstimmung für einen Staat. Mhm. Natürlich, wenn man nur von Blockchain-Abstimmung per se redet, also eben DAOs etc., da sind die Anforderungen auch ganz anders. Also Privacy ist da nicht so wichtig. Und auch wenn, will man das nicht noch 10 Jahre lang schützen gegen einen Quantum Computer. Ja, das ist ein ganz anderes Thema, würde ich sagen. Mhm. Als, obwohl die Keywords gleich sind, ist das ein ganz anderes Thema. Mhm. Ja. Okay. Ein weiteres heißes Thema ist DeFi, Decentralized Finance. Dort gibt es momentan einen riesigen Hype. Also ich berichte auch immer wieder in der Vorlesung. Ich bin auch in einem Projekt involviert, Tor Wallet und Torchain. Und du hast mir diese Seite angegeben, DeFi Pulse. Das sehen wir hier. Und zwar ist das eine Seite mit Statistiken. Und dann sieht man diese Statistik, dass ungefähr 110 Milliarden, das sind US-Dollar, umgerechnet in US-Dollar, an Tokens in diesen DeFi-Projekten gelockt sind. Entweder staken die oder machen Borrowing Lending oder sind Liquidity Provider. Wird das so weitergehen? Wird diese Zahl dann auf 1 Billion steigen? Oder wie siehst du da die Zukunft von DeFi? Also ich würde mal noch eine andere Frage in den Raum stellen. War nicht schon Bitcoin DeFi? Bitcoin auf eine gewisse Weise ja, aber man kann Use Cases, die man jetzt machen kann, dort nicht mit Bitcoins. Also mit dem ganzen Arbitrage man kann jetzt seine Coins jemandem anderen mit Flash-Loans zur Verfügung stellen, dass er dieses Arbitrage machen kann. Man kann einen Pool bestücken, man kann dadurch einen Decentralized Exchange betreiben. Das konnte man mit Bitcoin nicht, aber natürlich Bitcoin ist auch schon eine Art, kann auch schon für gewisse finanzielle Use Cases gebraucht werden, aber so das, was wir jetzt haben, das war mit Bitcoin, glaube ich, noch nicht möglich. Okay, das ist eine gute Antwort. Ja, nein. Ob es so weitergehen wird? Ich glaube ja. Hat sich eigentlich schon 2019 abgezeichnet, wo es hingeht. Also DeFi war schon sehr wichtig. Die ganze Governance wurde immer erwähnt im Blockchain-Space. Und das ist eigentlich einfach ein Ausdruck davon, dass diese Dinge entwickelt wurden und jetzt auch Fuß fassen konnten, so 2020 im Sommer, oder? So ziemlich groß, auch mit DAI, MakerDAO. Und ich glaube, es geht weiter, weil es sind immer mehr Projekte, die neue Dinge und Innovationen reinbringen, die auch jetzt aktiv entwickelt werden. Und deswegen glaube ich, das wird so weitergehen. Ob der Wert in Dollar, also in Fiat, steigen wird, das mag ich zu bezweifeln, weil es wird wieder ein Crash kommen, früher oder später. Mhm. Und das wird dann wie bei der ICO-Bubble sein. Die Projekte, die einfach kurzfristig Geld machen wollten, die werden verschwinden. Und die Dinge, die wirklich einen Use Case haben und auch langfristig Sinn machen, die werden bleiben. Mhm. Wie siehst du das mit der Regulierung? Also die FINMA, die hat ja diese Kategorisierung gemacht, der Tokens, und jetzt kommt eine neue DeFi-Welle. Sind die da gewappnet? Wie siehst du da die, braucht es mehr Regulierung, braucht es weniger Regulierung? Ich glaube, momentan macht die Regulierung Sinn, so wie sie jetzt ist. Es gibt viele internationale Bestreben auch von FATF, die gehen Richtung Bekämpfung von Geldwäsche. Und ich glaube,
Das Einzige, was ich da ein bisschen bedenklich finde, sind zum Beispiel diese Zensurmöglichkeiten bei USDT oder USDC. Mhm. Die haben im Smart Contract von USDT und USDC können die effektiv Adressen sperren. Das heißt, das ist eigentlich überhaupt nicht dezentral. Mhm. Und das sind die meistverwendeten Stablecoins. Also mhm. das finde ich sehr, sehr bedenklich aus regulatorischer Sicht. Das ist USDT. T ist da Platz genau. Nummer 4 und USDC, das ist der von Coinbase, das ist Platz Nummer 8. Ich denke, USDC musste das auch implementieren. Ich weiß nur bei USDT, dass es das implementiert hat, mhm. also diese Blacklist-Funktion. Und es macht Sinn. Ich meine, es ist eine Bedrohung für den US-Dollar und es ist auch natürlich sehr einfach, Geld so rumzuschieben, ohne irgendwelche KYC. Aber ich finde es mhm. trotzdem ein bisschen bedenklich, dass das halt als dezentral angeschaut wird. Mhm. Weil schlussendlich jemand entscheiden kann, ob jetzt diese Adresse einfach nichts mehr schicken kann. Mhm. Ja. Das sehe ich aus regulatorischer Sicht ein bisschen problematisch. Ja. Gut, einen anderen Weg gehen die Chinesen. Also die haben gesagt, alles verboten. Ja, gut. Ich glaube, das ist dann halt auch keine praktikable Lösung, weil Nein. das hindert die Entwicklung und es gibt doch spannende Projekte, welche auch mehr Freiheiten bieten, welche die Prozesse effizienter gestalten können und wenn man alles verbietet, dann stoppt man quasi diesen Prozess. Ja, ich möchte vielleicht in meinem Leben noch einmal auf China gehen, deswegen sage ich jetzt besser nichts. Vielen Dank, gutes Schlusswort. Danke vielmals für das Interview. Dankeschön. Schönen Tag.